Was für ein Comeback für die SPD. Vor 3 Wochen lag die SPD bei der Bundestagswahl noch am Boden. Jetzt dieses starke Ergebnis und zum ersten Mal seit fast 20 Jahren Platz 1 in Niedersachsen. Beginnen wollen wir mit einem genaueren Blick auf die Zahlen und dem, was man daraus ablesen kann. Im Wahlstudio der ARD in Hannover begrüße ich dazu meinen Kollegen Jörg Schönenborn. Guten Abend nach Hannover. Ja, guten Abend nach Bonn, Alfred Schier. Ja, in Niedersachsen ist der Wahlabend heute besonders spannend. Hat sich bei den Zahlen denn noch was verändert? Ja, zur Tagesschau minimal. Und das wird vermutlich auch in den nächsten 2 Stunden noch mal passieren. Aber weil es so spannend ist, habe ich die aktuellen Zahlen. Für die Phoenix-Zuschauer die Hochrechnung von 20.56 Uhr. Die CDU liegt unter 34%, 33,7. Die SPD, Sie haben es schon gesagt, zum ersten Mal seit langem stärkste Kraft, 37,1. Grüne 8,9, deutliche Verluste. FDP 7,3, die Linke schafft es nicht. Die AfD um 6%, im Moment 6,1. Und die spannende Frage ist, was das für die Sitzverteilung im Landtag in Hannover bedeutet. Die SPD stärkste Fraktion, 54, Grüne 13, FDP 10, AfD 9. Aber hat Rot-Grün damit eine Mehrheit, was eine Riesenüberraschung wäre nach diesem Wahlkampf und nachdem alle anderen Alternativen diskutiert wurden? Im Moment auf Basis der Umrechnung des Wahlergebnisses in Sitze nicht. Danach hätten Rot und Grün 67 Sitze, 68 wären nötig, um zu regieren. Allerdings wird es zahlreiche Überhangmandate geben, die nur zum Teil ausgeglichen werden. Und nach unserer gegenwärtigen Schätzung führt das dann bei 146 Sitzen genau zum Patt. Dann wäre es genau die Hälfte, nämlich 73. Das ist der Stand im Moment. Also im Moment etwas größere Wahrscheinlichkeit, dass Rot-Grün es nicht schafft, aber nach wie vor völlig offen. Ja, die SPD ist der klare Wahlsieger. Sie hat entgegen dem Bundestrend den Abwärtstrend hier in Niedersachsen gestoppt. Wie ist denn das zu erklären? Wir haben ja bei den Landtagswahlen im letzten Jahr und auch im Frühjahr gemerkt, dass es auf die Ministerpräsidenten ankommt, dass die wiedergewählt oder abgewählt werden. Und es ist nun mal so, dass Stefan Beil gerade in den Augen der SPD-Wählerinnen und Wähler hier in Niedersachsen die deutlich bessere Figur abgegeben hat als die Bundes-SPD. Unter den SPD-Wählern sagen 78%, unsere Partei hier sagt in Niedersachsen klarer, was sie will, als bei der Bundestagswahl. Und bezogen auf die Spitzenkandidaten fast 70%. Stefan Beil ist glaubwürdiger, als es Martin Schulz bei der Bundestagswahl war. Um sich mal vorzustellen, wie Stefan Beil von den Niedersachsen bewertet und eingeordnet wird, haben wir in unserer Befragung die Menschen gebeten, ihn doch mal zu vergleichen mit seinen Vorgängern, die alle mal große Ministerpräsidenten waren oder zu sein schienen. Stefan Beil 67% Zustimmung, David McAllister 51, Wulff 56, Gabriel 49, Schröder 61. Also im Rückblick wäre Stefan Beil ganz vorn und mit einer solchen Position wird man dann eben Wahlsieger. Die CDU hat diese Wahl verloren und sie ist zum ersten Mal seit 1998, also seit fast 20 Jahren, in Niedersachsen nur zweitstärkste Partei, hat in den letzten Wochen besonders dramatisch verloren. Wie ist denn das zu erklären? Die CDU hat sich anders als die SPD nicht vom Bundestrend der Union abkoppeln können. Die CDU-CSU hatte ein dramatisch schlechtes Bundestagswahlergebnis, hat seit Beginn des Wahlkampfs Anfang August parallel im Bund und in Niedersachsen verloren. Das zeigen diese beiden Kurven. Das ist die Bundeskurve von August. Die fällt um 7 Punkte bis Oktober und die Landeskurve 40 auf im Moment 33, 34, also auch um 7 Punkte. Im Grunde ist es diese Parallelität, der Bernd Althusmann, der hiesige Spitzenkandidat, nichts entgegensetzen konnte. Und dazu passen andere abfallende Kurven bei der CDU hier in Niedersachsen. Das sind nämlich die Kompetenzkurven über die letzten Landtagswahlen hinweg. Beim Thema Wirtschaft seit 2003 kontinuierlich Kompetenzkurve nach unten, beim Thema Arbeitsplätze schaffen, auch beim Thema Bildung, das ja für die CDU in Nordrhein-Westfalen ein Gewinnerthema war, geht es abwärts. Kurzum, die CDU hat einfach kein Mittel gefunden, gegen den schlechten Bundestrend sich abzukoppeln. Auch die FDP hat Stimmen verloren. An wen hat die Partei denn verloren?
Ja, die FDP in Niedersachsen ist ja so gar nicht nach dem Wunschbild von Christian Lindner, dem Vorsitzenden. Denn sie steht hier immer noch ganz nah an der Seite der CDU. Und die Wählerinnen und Wähler waren beim letzten Mal von der CDU ganz stark zur FDP gegangen. Ich gehe mal in die Wählerwanderung rein. Und dann sehen Sie, was diesmal passiert ist, nämlich sozusagen der Rückweg. Die Hauptverluste der CDU, der FDP gehen zur CDU. Sie verliert auch an die Nichtwähler. Aber das sind im Grunde die Punkte. Sie hat es nicht geschafft, die Wählerinnen und Wähler zu halten und muss deswegen eben mit diesem Ergebnis Vorlieb nehmen. Ja, wir wissen ja im Moment noch nicht, ob es für Rot-Grün zu einer Mehrheit reicht. Falls es nicht zu dieser Mehrheit reicht, gibt es eine ganze Menge von Alternativen. Haben denn die Bürger einen Favoriten? Welche Konstellation, welche Koalition Ihnen am liebsten wäre? Wir haben heute im Wahllokal Infratest DIMAP gebeten, danach zu fragen. Und viele tausend Wählerinnen und Wähler haben viele mögliche Koalitionsoptionen bewertet. Und das, was da rauskommt, ist eigentlich ein Spiegelbild dessen, was wir im Wahlkampf erlebt haben, da dort ja nun die Parteien nacheinander alle nur denkbaren Konstellationen ausgeschlossen haben, gibt es eigentlich am heutigen Tag nur unbeliebte Konstellationen. Rot-Grün ist da noch unter den Unbeliebten die beliebteste. 33% sagen, das fände ich gut, große Koalition 27, die Jamaika-Koalition 27, die Ampel gar nur 23. Das heißt, egal was jetzt passiert, die Parteien, die die Regierung bilden wollen, müssen Überzeugungsarbeit leisten nach diesem Wahlkampf. Ja, herzlichen Dank, Jörg Schönborn, mit den Zahlen von Infratest DIMAP.